Tja, Lichtgeschwindigkeit am Samstag, den 13. Das muss wohl ein Glückstag sein, wenn ich das mal so charakterisieren darf. Ist das jetzt die deutsche Jugend oder sind das Hartz IV? Leute, die da auf dem Weg zu ihrem Glück. Aha, da ist auch ein Anführer. Mal sehen, was die können. Das ist nicht die Frage der Biometrie hier. Die ist es nämlich auch. Und die Frage, ob man hier das Recht hat, so eine Aufnahme zu machen. Ob die farbig abgestimmten jungen Damen dort das Recht haben, hier auf dem Gelände ihre Aufnahme zu machen. Aha, die Betreffende dort, die hat eine Vorstellung offensichtlich von dem, was passieren soll. Datenschutz. Also, die Musik, die im Hintergrund läuft, ist natürlich unter den Verwertungsrechten der internationalen Folgerechte vereinen, die man hier gar nicht aufnehmen darf. Wenn die hier öffentlich zu hören ist, dann ist das natürlich grenzwertig. Insofern ich jetzt hier außerhalb dieser Anlage wäre, wäre es Öffentlichkeit. Hier ist es aber auf dem Gelände des Rheinauhafens in Köln. Im Hintergrund haben wir eins der Kranhäuser genau in der Achse. Da ist das zweite Kranhaus da und dann ist dahinter das dritte. Und hier ist über links von dem K von Köln Marina ist eine Spitze zu sehen. Links von den Masten. So dazwischen ganz klein. Diese kleine Spitze ist eine kleine Spitze vom Kölner Dom. Da, dieses kleine Ding. Gut, also nochmal hier, Köln Marina. Das ist hier ein Veranstaltungsort. Hier sind solche Sitz- und Stehtribünen. Und hier ist eine Bühne mit solchen Beleuchtungstraversen oben und so weiter. Das kann man sich ja gut vorstellen. So, und nun hätte ich gerne noch einen Abschluss von meinem Video, in dem die dort irgendwas Erkennbares produzieren. Also sie zählen immer 1, 2, 3, dann springen sie hoch. Das war schwierig. Alle bis 3 zählen, dann bei 4 auch gleichzeitig hochzuspringen. Oh, das war ja schon besser. Ja, der Erfolg gibt ihnen recht. Toll. Ja, ich habe das Gefühl, das befriedigt die Jugend. Sehr schön. Ja gut, ich hoffe, das befriedigt hier auch die Betrachter der Lichtgeschwindigkeit. Hier am Kranhaus im Rheinauhafen in Köln. Hier oben dahinter, wo diese Zeltspitzen sind, da sind dann mehrere Zelte und die Gastronomie, wo diese Geräusche herkommen. Ja, und hier bin ich heute mit meinem wunderschönen blauen Hemd. Hier habe ich die Geschichten von Bayern München gelesen und die Werbung und Mollert ganz groß. Süddeutsche Zeitung, Samstag, 13. und 14. Juli hier. Der Fall Mollert, Justizministerin plant Strafrechtsreform. Das ist die Bundesjustizministerin. Die greift den Punkt der handgreiflichen Psychiatrie, jemanden blitzartig für ewig wegzuschließen, auf. Der andere Punkt ist aber die Wiederaufnahme des Verfahrens. Hier mit Windgeräuschen. Vielleicht geht das jetzt besser. Und in Verbindung mit der Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Mollert, Strafsache,
Rehabilitierung und Schadensersatz und auch Sanktionierung der Täter aus dem Justizbereich. Psychiater, Gutachter, Richter, Staatsanwälte. Nürnberg lässt grüßen, Bayern also. Aha. So, gut, danke für den Aufruf.